Schwanenstadt ist eine Stadt zum Leben. Für die Lebensqualität in Schwanenstadt steht seit 14 Jahren Bürgermeister Karl Staudinger und die ÖVP Schwanenstadt. Karl Staudinger und sein Team für die Gemeinderatswahlen am 27. September sind ihr Plus für Schwanenstadt. Schwanenstadt ist eine lebenswerte Stadt. Als Kulturreferent ist mir wichtig, für die Schwanenstädterinnen und Schwanenstädter ein vielfältiges Kulturprogramm bereitzustellen. Kultur stärkt die Identität einer Stadt. Für die Menschen ist aber auch die Nahversorgung ganz wesentlich. Hier denke ich an einen guten Branchenmix in den Geschäften, an eine ausreichende ärztliche Versorgung oder an moderne Bildungseinrichtungen. Auch Sport- und Freizeitangebote sind wichtige Elemente. Das ist mein Plus für Schwanenstadt. Zukunft sichern, speziell für die junge Generation, ist der ÖVP Schwanenstadt besonders wichtig. Ein besonderes Anliegen ist uns auch, die zahlreichen Freizeitaktivitäten für unsere jungen Schwanenstädter möglichst attraktiv gestalten zu können. Und wir möchten auch unseren Studenten einen regen Informationsfluss zu ihrer Heimatgemeinde Schwanenstadt bieten. Und das ist mein Plus für Schwanenstadt. Die Passivhaussanierung der Hauptschule 1 und des BTS bringt optimale Verhältnisse für Schüler und Lehrer. Als Familienvater und als Architekt sind mir beste Voraussetzungen für die Familien in unserer Stadt sehr wichtig. Neben dem schon sehr guten bestehenden Angebot an Kinderbetreuung wird in den nächsten Jahren die Volksschule und die Hauptschule 1 komplett erneuert. Neben der Sanierung der Hauptschule 1 prüfen wir die Möglichkeit, die Hauptschule am Joker-Areal im Graben neu zu erbauen. Ein großer Vorteil für Schüler und Lehrer. Und das ist mein Plus für Schwanenstadt. Schwanenstadt ist eine Stadt zum Leben und soll auch in Zukunft ein attraktiver Wohnort sein. Durch Ausbau und Sanierung von vorhandener alter Bausubstanz im Stadtzentrum sollen leistbare Wohnungen entstehen. Attraktiv für junge Familien mit Kindern, für Singles, für Jugendliche. Es gibt auch Baugründe zur Eigenheimerrichtung. Die Bereitstellung von Informationen zu Förderungen, Altbausanierung, Energiefragen oder wenn Jugendliche die erste Wohnung bekommen, sind uns ganz wichtig. Das ist mein Plus für Schwanenstadt. Für die Bevölkerung von Schwanenstadt ist durch die Umfahrung vieles leichter geworden. Gott sei Dank kann man wieder am Stoppplatz in Ruhe einkaufen. Der Donnerstagvormittag mit dem Wochenmarkt auf beiden Seiten hat sich auch sehr gut etabliert. Für die Zukunft möchten wir wieder mehrere Betriebe und Geschäfte in Schwanenstadt ansiedeln, damit wir die bestehenden Arbeitsplätze absichern und für unsere Jugend neue Arbeitsplätze schaffen können. Das ist mein Plus für Schwanenstadt. Die Freizeiteinrichtungen sind ein wesentlicher Faktor für die Lebensqualität in unserer Stadt. Als Bürgermeister kenne ich die Wünsche der Bevölkerung. Ein neues Veranstaltungszentrum soll entstehen im alten Pfarrsaal. Dort soll auch die Musikschule untergebracht werden. Die Wasserversorgung muss abgesichert werden. Ein neues Seniorenheim wird gebraucht. Und wir sollen uns gemeinsam mit den zuständigen Stellen für Ordnung und Sicherheit in unserer Stadt bemühen. Das ist mein Plus für Schwanenstadt. Nahversorgung sicherstellen. Zukunft sichern. Familien fördern. Wohnraum schaffen. Arbeitsplätze erhalten. Lebensqualität weiter verbessern. Das ist unser Plus für Schwanenstadt.